Hallo Leute, willkommen bei Skyrim. Dies ist Teil 16. Und hier stehen wir jetzt in diesem Sumpfdorf. Ich hoffe, es ist schon Abend genug. Mal gucken. Es ist kurz vor 7 am Abend. Naja, wir werden sehen. Immerhin läuft da schon einer mit einer Fackel rum. Tagsüber habe ich fleißig Pilze gesammelt. Ich könnte euch die ja mal zeigen. Was ich da gesammelt habe. Ich hoffe, die sind für gut was nütze. Aber sie sehen auf jeden Fall sehr exotisch aus. So. Ich glaube, das ist die Sumpfpilzschote. Ja, 20 Stück. Das ist doch ganz ordentlich. Ja, und vielleicht kann ich ja auch, wenn jetzt noch kein Geistermädchen kommt, noch bei der Alchemistin irgendwie anbrauen. Oh, der hat aber ordentlich gehackt. So, laufen wir einfach mal los und gucken mal, ob das Geistermädchen Mach schon keinen da Ärger, ist. Spitzohr. Ja, was für eine freundliche Begrüßung. So, das war doch hier. Oder habe ich da jetzt was verwechselt? Mal gucken gehen. Hier ist ein Sarg. Und hier kann ich Tollkirsche sammeln, was ich jetzt eigentlich gar nicht vorhatte. Ach, da ist das. Okay. Gut. Ja, der Sarg ist aber schon mal interessant. Mal gucken. So. Aktivieren Kindersarg. Und du bist schon müde vom vielen Pilze sammeln, obwohl die heißt Schote. Das ist vielleicht gar kein Pilz. Jetzt gucke ich erstmal hier. So. Na komm. Ein bisschen hüpfen und dann geht das schon. So. Ach so, ich sollte sie ja suchen. Sie will ja mit mir Verstecken spielen. Tja, immer diese Geisterkinder. Ich nehme mal an, sie hat sich hier in ihrem Sarg gemütlich versteckt. Oh, hier ist noch eine Tollkirsche. Passt irgendwie. Gucken wir mal, ob sie da drin ist. Huhu, bist du da drin? Ja? Tut sich nichts. Nehmen Schaufel. Vielleicht muss ich noch warten. Mysteriös, mysteriös. Vielleicht muss ich erstmal die Schaufel nehmen. So. Und jetzt. Ich meine, wozu brauche ich eine Schaufel, um den Kindersarg zu aktivieren? Vielleicht ist es auch noch nicht spät genug. Ich gucke nochmal hier, was ich tun soll. Finde Helgi nach Einbruch der Dunkelheit. Also ich drücke hier immer brav E und es tut sich einfach nichts. Und vielleicht muss ich sie auch woanders suchen. Ich suche hier nochmal ein bisschen rum. So. Ja, Fendal, da wunderst du dich, was wir hier für verrückte Sachen machen, nicht wahr? Oh, was ist da? Reden mit Lailette, die Vampirfrau. Ihr braucht etwas? Nein, ich suche Helgi. Wir spielen Verstecken. Schickes Kleid hast du an. Ja? Was? Jo. Wie? Okay. Jetzt ist die Mause tot und ich habe die ganzen Meldungen verpasst. Durchsuchen wir sie mal. Sie hat eine Eisenkriegsaxt. Oh, und Vampirstaub.
Na sowas. Schicke Rüstung. Die ist gar nicht so schlecht. Die sieht kleidsam aus. Und die hat relativ gute Rüstungswerte. Vielleicht werde ich mir die anziehen. Das ist schon irgendwie makaber, makaber. Ja. Jetzt habe ich diese Vampirfrau gefunden. Und jetzt ist sie leer. Das ist auch eine Form von Aussaugen. Ich glaube, ich sollte mal diese blaue Markierung wegmachen. Bei Gelegenheit. Aber jetzt gucken wir mal. Vielleicht tut sich ja jetzt was bei dem Kindersarg. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Da ist er. Ihr habt mich gefunden? Oh, Lilette hat mich auch gesucht, aber ich bin froh, dass ihr mich zuerst gefunden habt. Man hat Lilette gesagt, dass sie meine Mami und mich verbrennen soll, aber sie wollte nicht. Sie wollte mit mir spielen. Okay. Immer und ewig mit mir spielen. Sie hat mich auf den Hals geküsst und mir wurde so kalt, dass das Feuer mir nicht einmal mehr wehgetan hat. Oh. Lilette hat geglaubt, dass sie mich behalten kann. Aber das geht nicht. Ich bin ganz verbrannt. Ich bin müde. Ich werde jetzt eine Weile schlafen. Ja, schlaf du mal, meine Liebe. Du hast ja ein schönes, hölzernes Bett. Okay. Also gehen wir jetzt mal hier an einen ruhigen Platz und rekapitulieren das Ganze mal. Also diese Lilette war eine Vampirfrau. Das haben wir ja soweit mitgekriegt. Und die hat das Haus angezündet. Und die wollte die Helgi in einen Vampir verwandeln. Oder irgendwelche anderen Sklavendienste von ihr haben. Das ist ja widerlich. Wie gut, dass wir die getötet haben. Ja, okay, jetzt mache ich erstmal diese blaue Markierung weg. Ich hoffe, ich kriege die weg, weil mich die irritiert. So, da ist die. Ich klicke einfach mal hier hin. Entfernen. Gut, entfernen klingt gut. So, und dann gucke ich mal, weil ich habe hier mehrere solche Marker auf meinem Kompass. Und auch das irritiert mich. Okay, das Aktuelle ist ja hier. Frage Tonje nach Lilette. Das will ich tun. Und die anderen Sachen will ich alle nicht tun. Das will ich später tun. Und hier, das will ich auch später tun. Teilweise, teilweise. Okay, wen muss ich fragen? Sorry. Tonje. Ist Tonje hier der Obermotz? Auf jeden Fall. Oh, hier nehme ich wieder blaue Bergblume mit. Die ist ja gut, von der brauche ich viel, weil die ja irgendwie Gesundheit wiederherstellt. Da ist auch noch blaue Bergblume. Und was macht ihr hier mit der Krabbe? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, 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 wir passen. Ich passe auf mich auf. Schneebeere, auch gut. So. So. Stehst du mal ganz schön dicht hinter mir. Ist ja glatt unheimlich. Ihr solltet eure Anschuldigungen gegen Alva besser belegen können. Das ist nicht Taniel. Ich will trotzdem mal mit. Ist Horga unschuldig oder nicht? Rogas Schicksal liegt in eurer Hand. So. Also jetzt gucke ich hier nochmal, wo Tonje ist.
müsste ich ja hier sehen können. Da drin? Ein paar Kräuter sammeln. So, also gehen wir nochmal rein. Die hat mich so irritiert mit ihrer komischen, was sie da jetzt alles gesagt hat und was ich ihr nicht sagen konnte. Vielleicht ist es von einer von den Typen. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Ich spreche und meine Worte dringen anderen ans Gehör. Ich hege die Hoffnung, dass sie meinen Worten stattdessen zuhören Bist mögen. Du das vielleicht? Nein. Tja, den Umgang mit diesem Marker-Dings hier oben muss ich erst noch üben. Jetzt ist das Ding weg. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Oh. Bist du das vielleicht? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Also es ist irgendwie ganz klar. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Vielleicht muss ich... dahin? Wieso muss ich dahin gehen? Und wer ist von der... Lilette. Ach, du bist sie das. Sie ist tot. Ja. Sie ist tot. Was Lilette könnt ihr mir tot. Über eure Frau erzählen? Lilette. Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilette. Ist euch etwas Seltsames aufgefallen, bevor sie gegangen ist? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht. Obwohl sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Sie haben sich vielleicht doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lilette ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Das hoffe ich auch. Na, dann muss ich mir wohl mal Alvas Haus angucken. Und jetzt hat sich ja auch geklärt, warum ich hier so für mich verwirrende Pfeile hatte. Vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. So. Das wird jetzt Richtung Alvas Haus zeigen. Da gehen wir besser einen anderen Weg. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie weit ich nach unten springen kann, ohne dass es Probleme gibt. Oh, Schneebeere. So. Hier, geradeaus weiter. Ja. Vielleicht dort. Das ist Hütte des Taumaturgen. So, dann gucken wir doch mal. Also, wir sind jetzt hier. Hochmondsaal, Wachhaus, Alvas Haus. Okay. Ja. Das ist nicht die Hütte des Taumaturgen. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, das ist sehr gefährlich. Das kann ich bestätigen. Die sind ungemütlich. Oh, aufschließen. Adept? Ich bin aber kein Adept. Gibt es einen Schlüssel? 12 Dietriche habe ich.
ob ich vielleicht irgendwo einen Schlüssel finden kann. Ich probiere es erstmal. Auch wenn ich kein Adept bin. Viele Dietriche habe ich ja nicht. Ja, das ist schon besser. Ja, toll. Ja. Okay. Ah, das war's jetzt aber fast. Das gibt bestimmt Ärger. Und ich habe nicht gespeichert. So. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, ich dachte schon, das gibt Ärger. Komm, wir gehen wieder raus. Irgendwas stimmt nicht. Hey, ich will dir doch nichts tun. Ist das alles, was ihr könnt? Das war schon... Ach. Und, hat er dir wehgetan? Und jetzt muss ich es wieder aufmachen. Aber jetzt steht da nicht mehr was von Adept. Na prima. Da muss ich hin. Aber ich habe den Rogger getötet. Wenn der jetzt unschuldig ist... Aha. Lesen. Alvas Tagebuch. Na komm. Lesen. Schön lesen. Ja. Also. Mein Leben ist trist. Der Prinz... Wo ist der Prinz, der mich errettet? Wo ist der tapfere Nordkrieger, der mein Herz im Sturm erobert? Ich traf gestern einen Mann, als ich Nachtblumen pflückte. Er ist aufregend und exotisch. Wir küssen uns im Mondschein. Es war so romantisch. Ich werde ihn heute Nacht wiedersehen. Jetzt verstehe ich die wahren Farben der Nacht. Mowat hat mir das wahre Schwarz der Nacht gezeigt und das wahre Rot des Blutes. Er versprach mir einen Festschmaus des Blutes, wenn ich ihm in Mortal zu Willen bin. Es war nicht schwer, Rogger zu verführen. Mowat sagte, ich solle mir zunächst einen Beschützer suchen, jemanden, der tagsüber auf meinen Sarg aufpasst. Rogger ist perfekt. Heute Nacht hatte Lailette mich besucht. Sie löschte meinen Durst. Ich halte sie versteckt, um sie zu meiner Dienerin heranzuziehen. Ich habe in der Stadt das Gerücht gestreut, dass sie fortgegangen sei, um in den Krieg zu ziehen. Diese Schwachköpfe. Mowat hat mir seinen großen Plan verraten. Ich soll die Wachen der Reihe nach verführen und sie zu meinen Sklaven machen. Dann können er und die anderen aus dem Zirkel über Mortal herfallen und die gesamte Stadt einnehmen. Wir werden sie nicht töten. Sie werden das Vieh sein, das unseren Durst stillt. Ein endloser Blutvorrat und eine ganze Stadt, um uns vor der verfluchten Sonne zu beschützen. Roggers Familie wird langsam lästig. Ich habe Lalette gesagt, sie solle sie alle töten. Aber wie einen Unfall... Es aber wie einen Unfall aussehen lassen. Rogger muss als unschuldig gelten, wenn er mein Beschützer sein soll. Dieser kleine Dummkopf. Lailette hat Roggers Familie lebendig verbrannt. Ich hatte sie um einen Unfall gebeten und sie bescherte mir einen Skandal. Und um alles noch schlimmer zu machen, hat sie versucht, dieses kleine Mädchen zu verwandeln, Helgi. Aber noch nicht einmal das hat sie hinbekommen. Sie hat das Mädchen getötet und die Leiche den Flammen überlassen. Irgendetwas stimmt nicht mit Lailette. Sie redet ständig über Helgi. Ich glaube, sie hat den Verstand verloren. Sie scheint zu glauben, dass man das Kind immer noch zurückbringen könnte, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ein Fremdling ist in der Stadt und stellt Nachforschungen über das Feuer an. Ich werde auf der Hut sein müssen. Okay, das nehmen wir mal schön mit.
Und der Sarg ist leer. Zumindest sieht das so aus. Und mal gucken. Was ist das? Eine Hand? Das ist ja furchtbar. Hat die hier irgendwelche grässlichen Lagerbestände oder so? So. Oh. Stehlen von Truhe? Nee, wir stehlen hier mal nix. Hübsches Haus. Ist jetzt ja praktisch eigentlich unbewohnt, aber ja. Wenn er mich nicht angegriffen hätte, hätte ich ihm nichts getan. Ich guck mal, ob er Gold und Dietrich dabei hat. Ja, das, sowas brauche ich. Und einen Schlüssel zu Alvas Haus. Stecke ich mal ein. Ja, aber die Klamotten lasse ich ihm. So. Armer Kerl. Übertölpelt und seiner Familie beraubt. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut und ich weiß es nur nicht. Ja, wahrscheinlich, das wird schon sein. Du hast gar nicht gemerkt, dass du einen Drachen getötet hast. Mhm. Die macht jetzt wohl Mittagspause, beziehungsweise ist ins Bett gegangen. Die? Ja, doch. Ich glaube, das ist eine, die. Das wird die hier schließen, Holztür. Jurik? Nee. Ich suche hier die Chefin. Muss ich doch, oder? Gucken wir erstmal. Also, die letzte Ruhe. Zeige dem Jarl Alvas Tagebuch. Vielleicht da draußen. Wobei, ich glaube, dieses Symbol, wenn das so ein Bogen unten drunter hat, heißt das vermutlich, dass ich irgendwo reingehen muss. Nehme ich mal an. Vorhin hatte es das nicht. Also hier ist kein Jarl. Da habe ich wohl einfach nicht gründlich genug gesucht. So. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Jupp, jupp. Genau, das stimmt, das macht Sinn. Wenn ein böser Drache kommt. Jetzt schauen wir halt nochmal. Ah, schläft. Tja. Hey, wach auf, ich hab was gefunden. Ist Roger unschuldig oder nicht? Ich habe Alvas Tagebuch. Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Ja. Mortal ist euch etwas schuldig. Finde ich auch. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movart, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Tja. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Movarts Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Gut, so machen wir das. Also gut. So. Also, Fendal, es wird jetzt mal wieder brenzlig. Bringt uns zu Movarts Lager. Jo, machen wir. Ja, holt uns. Ja. Machen wir. Tötet den Vampir. Tötet ihn! Ihr alle martialisch aus. Fendal, weißt du was? Wir gehen jetzt hier erst nochmal nach. Hier wird nicht rumgetrödelt. Zu den Hühnern oder hier unters Dach. So, komm mal, Fendal, hier hin. Was für gruselige gelb-grüne Augen ich hab. Ja, okay, Fendal.
Ich bin direkt hinter euch. Ja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir vielleicht noch ein paar Dinge tauschen können. Ja, wenn ich hier irgendwelche überflüssig schweren Sachen habe. Umgekehrt. Ich will ja nicht deren Schlüssel abnehmen. Also, nimm mal hier zum Beispiel das Schwert. Oh, jetzt habe ich das ausgerüstet. Muss ich also gleich noch wieder ändern. So. Da kann ich den Jagdbogen ausrüsten. Den Stahldolch will ich behalten. Ich habe nicht viele Pfeile. Das ist nicht gut. Bekleidung. Ah, da wollte ich mich ja eventuell umziehen. Mal gucken. Weil ich fand diese... Na, wo ist denn die Vampirrüstung? Die finde ich schon ziemlich schnieke. Und dann nehme ich auch die Vampirstiefel. Und die anderen Sachen kann ich ihm geben. Die Tunika? Ja, soll er ruhig mal die Tunika tragen. Weil ich werde ja wahrscheinlich ordentlich was... mal gucken. Ich habe Kultistenhandschuhe an, dann kann ich ihm die anderen Sachen geben. So, wahrscheinlich zieht er sich wieder einiges von dem Krempel selber an. Und Schilde brauche ich auch nicht. Ich hoffe ja noch auf einen schickeren Helm. So, geben. Die brauche ich auch erstmal nicht mehr. Ah, auf 104 habe ich, 102 habe ich die Last schon runtergesetzt. Das ist gut. Dann gucken wir mal, ob ich noch sonstiges Schweres dabei habe. Gold ist gut. 4000. Ich brauche ja 5000 für das Haus. Und ich habe gehört, dann muss ich es auch noch einrichten. Die Schaufel, die gebe ich dir auch mal. Die kann man wohl irgendwo wieder fallen lassen. Und auch die Holzkelle brauche ich eigentlich nicht. Das Leder wiegt auch in Summe einiges. Ich denke mal, jetzt hast du genug, Fendal. Okay. Und wartet hier. Geht nur. Ja, halte die Stellung. Ja, ich habe ja hier genug Leute dabei, an denen mein Herz jetzt nicht unbedingt hängt. Jetzt gucken wir mal, wie ich jetzt aussehe. Oh, schick. Schick. Wie gesagt, noch ein schickerer Helm und dann wäre das Ganze sehr kleidsam. Aber hier der Schnitt gefällt mir gut. Also mir gefällt mehr der... Sagen wir mal kurz über der Taille fängt's an, was mir gefällt. Obenrum ist mir so ein bisschen zu pop-mäßig. Aber es sieht schick aus. Das gefällt bestimmt den Männern. Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Mortal weiterhin... Ja, das glaube ich. So. Also. Schicke Klamotte habe ich jetzt an. Und ich habe auf meinen... Rumstromerungen hier in der Gegend, als ich die Pilze gesammelt habe, irgendwie was gefunden. Das ist Mortal. Das Morwarts Lager hieß. Da bin ich natürlich drum rumgeschlichen. Da wollte ich nichts riskieren. Aber da müssen wir jetzt hin. Und das wird ja hier auch schon angezeigt. Und da ist dann auch schon Ustengraf. Da müssen wir dann als nächstes hin. Aber jetzt müssen wir erstmal den Vampir, den Bösen, überleben. Dann speichere ich erstmal hier. Sicher ist sicher. Und wenn wir dann da bei dessen Höhle sind, speichere ich nochmal. So, den genauen Weg weiß ich natürlich nicht mehr, weil ich da Mortal so... Mortal ist ein Ort in Bedrängnis und es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe und Frieden... Ja, das glaube ich. Ich bin hier einfach so rumgestromert, Pilze suchenderweise. Ich pack mir mal meinen Bogen. Falls entfernte Bösewichte kommen.
Ja, die Musik ist eher friedlich. Ich glaube, von diesen Todesblumen braucht man nicht viel. Obwohl, muss ich noch mal gucken. Sie sind auf jeden Fall sehr hübsch. Oh, hier. Da geht's schon los. Das ist aber wirklich nicht weit weg. Weil da stehen sie alle schon. Warten schon. Okay. Ich denke mal, in so einer Höhle bin ich mit meinem Bogen nicht gut aufgestellt. Da schnappe ich mir lieber mal meine Feuerfäuste. Gut. Und speichere nochmal ab. So. Ich sehe auch gerade, es sind schon 30 Minuten um. Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Denn ich glaube nicht, dass ich das hier in 2 bis 5 Minuten erledige. Das sieht nach einem größeren Vorhaben aus. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.